Hallo und herzlich willkommen zurück bei Game Dev Tycoon. Ja, nach einer kurzen hitzefreien Pause geht's jetzt wieder weiter mit Game Dev Tycoon. Ja, es waren ein, zwei Wochen, wo es immer wieder relativ heiß war und deswegen kamen keine neuen Folgen. Die Woche werden aber wieder zwei kommen. Eine heute Dienstag, das ist die, die ich jetzt aufnehme. Und dann ist geplant, noch eine am Donnerstag zu bringen und vielleicht am Wochenende eine, aber zwei kommen auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal nach, wo wir stehen geblieben sind. So, hier haben wir eine neue Nachricht noch bekommen, genau vom letzten Mal. Das Vena hat bekannt gegeben, dass sie in 2 Monaten eine neue Spielkonsole herausbringen wollen. Die Vena Oasis mit 16-Bit-Grafik. Ups, bin ich schon sehr gespannt auf die neue Konsole. Spieletechnisch, wie schauen wir da aus? Was haben wir da zuletzt gemacht? In unser letztes Spiel war Sandkrieger. Hat jetzt nicht so gute Bewertungen bekommen mit 5,25. Und davor mal gebracht Nordland, Horrorabenteuer. Das ist sehr gut angekommen, 8,75. Und dann hatten wir noch Superhelden-Rollenspiel Catman war okay. Ich sag mal so ab 7 kann man sagen, okay, es ist auf jeden Fall kein Verlust. Ja. Wir haben derzeit 13 Forschungspunkte, das heißt, da können wir nicht so viel jetzt investieren. Aber wir haben ja auch freigeschalten letztens die Publisher-Verträge. Ein Tanzstrategiespiel für den Gamelink. Ja, Wirtschaftsstrategie auch für den Gamelink ist jetzt auch nicht gerade das Passende, denke ich. Dann haben wir hier noch ein Horror-Abenteuer. Horror hatten wir erst und sie wollen eine Mindestbewertung von 8 haben. Dann irgendein Thema und eine Simulation und sie wollen maximal eine Bewertung von 6 haben. Das könnte man ja fast annehmen. Irgendeine Simulation, ja, wieso eigentlich nicht? Dann machen wir mittlere Spielsimulation für, also für alle natürlich. Thema, was haben wir denn? Superhelden, Western, Fantasy. Machen wir was wieder mit virtuellen Haustieren? Ja, wieso nicht? Haustier, wobei es gleich vielleicht eher was Casual-mäßiges. Sport, eine Sportsimulation haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Was können wir denn da machen? Wir machen den Golf-Simulator. Simulatoren sind ja sowieso immer angesehen. Engine, da haben wir ja schon unsere eigene. Kombination, schreibt doch hin, ist großartig. Das wissen wir ja schon aus unseren Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Und dann legen wir auch gleich los. 2D-Grafik, V2, das ist auch gut. Wir brauchen wieder ein paar Forschungspunkte. Ah, da haben wir noch einen Tutorial-Hinweis. Größere Spiele zu entwickeln ist eine nicht unerhebliche Aufgabe. Und anders als bei kleinen Spielen kann eine Person alleine nicht jeden Aspekt des Spiels betreuen. Um ein gutes Spiel zu entwickeln, das Beste aus einem Team herauszuholen, musst du den Teammitgliedern verschiedene Bereiche zuweisen. Genau das wissen wir auch schon, das haben wir auch schon gesehen mit der Aufteilung. Für beste Ergebnisse wähle ein Teammitglied aus, dessen Fähigkeit am besten zu dem jeweiligen Gebiet passen. Die am besten in den jeweiligen Gebieten passen, sollte das eigentlich heißen. Wenn du Teammitgliedern Arbeitsbereiche zuweist, siehst du ihre Arbeitsbelastung. Versuche sie nicht zu überlasten. So, wir haben jetzt Simulation, da wissen wir schon, Gameplay ist sehr wichtig, schrauben wir hoch. Engine ist auch was sehr wichtig, schrauben wir auch hoch. Den Sound minus, aber ein bisschen möchte ich schon, lassen wir in der Mitte.
Golf Simulator braucht man eigentlich keine Erzählungen. Tutorial ist gut, Speicherstände sind auch gut. So, jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir die ganze Einteilung machen von den Leuten. Ich habe da leider gerade mein schlaues Buch nicht in der Hand. Ich muss kurz mal nachschauen, weil ich habe mir das ja, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie mit der Zuordnung, was wir wo brauchen, aber ich sehe schon, ich habe das hier. Jetzt noch einen kurzen Moment. Dann kann ich da nämlich gleich nachschauen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht so leise, wie ich vom Mikro weg war. Aber ich habe mir das nämlich, wo haben wir es, ne? Also da stehen teilweise noch alte Sachen drinnen von anderen Spielen, die ich mir mal notiert habe. Wo war denn das? Hätte ich mir vorher vielleicht noch herrichten sollen. Die Liste. Oder habe ich das nicht, ne? Habe ich den Wisch nicht, ne? Wo drinnen steht, wie, was, wann, wo und warum. Ah doch, da haben wir es ja. Das ist das Einzige, was ich mir notiert habe, weil ich das halt, wenn man das nicht wirklich weiß, dann hat man es meistens schon vergeigt mit den Spielen. Genau, gut, Engine ist ja noch klar. Da braucht man einen guten Techniker. Gut, das wären wir eigentlich selber. Dann Gameplay, da brauchen wir einen guten Designer. Da haben wir den Oma Olsen. Und dann haben wir noch Story Quest. Gut, das ist nur ein kleiner Nebenbereich. Der ist zwar nicht ganz so toll darin, aber wir nehmen ihn trotzdem. Wir könnten vielleicht dann mit der Musik noch ein bisschen runtergehen. Dann sollte das eigentlich passen. Wir bräuchten vielleicht, wenn wir es uns leisten können, bei Gelegenheit, vielleicht dann noch einen Mitarbeiter. So, dann haben wir hier die Dialoge. Dialoge, gut, sind nicht wirklich so wichtig. Dafür ist Level Design und natürlich die künstliche Intelligenz wichtig. Für die Dialoge, da brauchen wir einen guten Designer. Können wir den Olsen einplanen? Ja, nehmen wir den Olsen. Und dann haben wir noch Level Design und künstliche Intelligenz. Level Design geht etwas mehr auf Technik, aber auch designmäßig sind sehr wohl Sachen gefragt. Und dann haben wir noch die künstliche Intelligenz. Da braucht man einen guten Techniker. Wir könnten es selber machen, werden wir wahrscheinlich überarbeitet. Das heißt, wir werden das den Jonathan Goodman geben. Ja. Und werden währenddessen noch ein bisschen Marketing machen. Zeitschriften und Demos, ja, das können wir uns leisten. So, dann haben wir als nächstes Spielweltdesign. Ist nicht so wichtig. Jetzt können wir runter. Den Grafik ist sehr wichtig. Und Sound ist eigentlich auch wichtig. 2D-Grafik, Mono, das passt eigentlich. So, Spielweltdesign, da braucht man jemanden, der designen kann. Das wäre quasi eher. Für die Grafik bräuchten wir jemanden, der beides gut kann. Das wäre ich. 110% ist aber noch grün, wäre noch machbar. Und Sound, da bräuchten wir eigentlich auch einen guten Designer. Da werden wir es anders machen. Der Oma macht den Sound. Und er soll das machen. Über Spielwelt ist mir das nicht ganz so wichtig. Ja. Ah, heute wurde die neue Plattform Vena Oasis von Vena veröffentlicht.
Ich nehme, wie gesagt, die Folge jetzt recht spontan auf. Dadurch dachte ich, hätte es noch griffbereit gehabt, meine Infos. So. 30, 24. Haben wir zwei neue Rekorde aufgestellt. Punkte sammeln wir auch ganz gut. Level-Ups haben wir bei der Grafik. Und Jonathan Goodman ist auch aufgestiegen. Hat jetzt auch ein neues Level erreicht. Spiel bringen wir natürlich raus. Aufgrund seiner verbesserten Arbeitserfahrung kriegt er natürlich jetzt wieder mehr Geld. Das heißt, er kriegt jetzt 22.000. Ja, ist okay. Wir haben neue Grafiken verfügbar. 2D-Grafik Version 3 und 3D-Grafik Version 1. Genau, weil aktuell alles, was wir machen, ist ja nur in 2D. Das heißt, auch unser Golf-Simulator ist quasi eine 2D-Simulation. Und die ersten Bewertungen für das Spiel sind da. Star Games sagt, habe es tagelang gespielt. Informed Gamer sagt, wunderschön. Game Hero sagt, Sport und Simulation ist eine gute Kombination. Und All Games sagt, sehr gut. Das heißt, wir haben 2x8, 2x7 und haben unser Ziel erreicht, weil die Mindestanforderung waren 6 Punkte. Und das haben wir in dem Fall sogar leicht übertroffen. Also hat sich ausgezahlt, für den Publisher den Auftrag anzunehmen. Dann würde ich sagen, macht er mal den Spielbericht. Wir schauen uns selber mal an, was in der Forschung, was die neuen Sachen alles so kosten. 2D-Grafik Version 3 kostet uns 80 Punkte, 3D-Version 1 sind nur 15 Punkte. Da werden wir das auf jeden Fall mal forschen. Und er soll uns auch noch was forschen. Wir haben noch 40 Punkte. Dann könnten wir mal einfache, oder nein, nehmen wir mal die besseren Dialoge. Aber es wird langsam auch Zeit, dass wir uns wieder um eine neue Engine kümmern. Und da braucht man natürlich möglichst viel, möchte ich da reinpacken. Übersoft, das Spiel hat die geforderten Bewertungen erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. Also der Publisher war zufrieden mit unserer Arbeit, die wir abgeliefert haben. Bin ich gespannt, ob der Spielbericht, ob der uns noch irgendwelche Erkenntnisse gibt, die wir vielleicht noch nicht wussten. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Golf Simulator ist beendet. Und wir haben folgende Resultate erhalten. Grafik scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Ansonsten haben wir keine neuen Erkenntnisse. Und wir haben selber jetzt auch noch was geforscht. Wir haben 1,5 Millionen, das heißt, wir könnten, wobei die hätte ich schon noch gerne mit eingepackt, 2D-Version 3. Die Frage ist halt, werden wir die dann wirklich so oft verwenden? Oder werden wir nicht das eine oder andere dann mit einer 3D-Grafik dann schon machen? Dann ist besser, wir machen den hier und forschen dann noch jeweils zwei neue Themen. Da hätten wir, war da unten was? Nö. Genau, wir haben hier, genau das haben wir mal bekommen vom Agent Blowfish. Da machen, würde ich sagen, wir machen einmal Wirtschaft. Ah, der Markt hat sich normalisiert, es gibt keine Trends, da ich jetzt gar nicht drauf geschaut. Kam aber auch keine Meldung, dass sich da irgendwas tut. Oh, Chirurgie, ja, nehmen wir auch noch mit. Und dann würde ich sagen, basteln wir uns eine neue Engine zusammen. Beziehungsweise schauen mal, was die uns kosten würde. Mitarbeiter, wobei der braucht einen Urlaub. Der ist auch kurz vorm Urlaub.
Omar Olsen, hey Chef, ich habe ein Talent für Sicherheitsfragen und ich glaube, ein paar Sicherheitsverbesserungen würden unserem Büro nicht schaden. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich glaube, eine Investition von 50.000 würde die Sicherheit stark verbessern. Sagen Sie dazu, 50.000? Ja, klar. Danke, Chef, ich werde sofort damit anfangen. So, wenn der sich wieder erholt hat, dann schustern wir unsere neue Engine zusammen. So, neue Engine erstellen. So, dann warte, ja. Na, dann nehmen wir das Delfino Game. Wie haben wir denn die alte genannt? Will ich gerne nochmal nachschauen. Da kann man ja eh rausgehen dann wieder. DGE Version 1, genau, dann wäre das DGE Version 2. Golf Simulator wurde vom Markt genommen, 1 Million verkauft, 1,2 Millionen Umsatz. Schaut eigentlich ganz gut aus. So. Leider ist das ein bisschen bei der deutschen Übersetzung überschnitten. Wir packen natürlich alles rein, was wir unterbringen wollen. Bessere Benutzererfahrung, Dialoge, Level Editor knallen wir noch rein. Open World ist auch sehr wichtig. Musik haben wir leider nur, immer noch nur Mono, oder das macht nichts, aber sonst haben wir alles drinnen. Und dann machen wir uns an die neue Engine ran. Das bringt uns auch wieder den einen oder anderen Forschungspunkt. Darf man nicht unterschätzen. Ich mache mal einen Schluck, haben wir durch die Inspiration von UFO gestern mal wieder ein Cola gekauft. So, neue Engine wäre fertig. Schauen wir mal, gibt es irgendwelche Publisher-Verträge, die wir machen könnten? Da gibt es wieder eine Simulation. Gut, Hammer hatten wir erst. Vocabular Casual. Gut, da bin ich jetzt nicht so der Spezialist. Nochmal eine Simulation. Wilder Westen Abenteuer. Wilder Westen Abenteuerspiel. Für die Master Vita haben wir aber keine Lizenz dafür und sie wollen eine Mindestbewertung von 7 haben. Und Wilder Westen und Abenteuer, da haben wir ja schon mal was gemacht. Das war aber nicht so erfolgreich, weil die Kombi nicht gepasst hat. Das heißt, dann werden wir vielleicht was Eigenes entwickeln. Thema auswählen. Was haben wir denn? Ein Chirurgie, Wirtschaft. Wirtschaft wäre interessant, aber andererseits Wirtschaftssimulation. Naja. Wirtschaft ist vielleicht nicht ganz das richtige Vokabular. Sport hatten wir erst. Chirurgie. Chirurgie und ein Abenteuerspiel, das funktioniert. Casual. Plattform. Probieren wir vielleicht doch mal Chirurgie. Casual. Könnten wir sogar für einen Game Link was machen? Weil der ja für Casual-Spiele sollte der eigentlich ganz gut geeignet sein. Ja, kaufen wir uns eine Lizenz. Dann braucht man natürlich noch eine Engine. Unsere neue und Namen für Spiel. Wie nennen wir es? Hirni. So, wir machen, gut, da reicht eine 2D-Grafik, braucht man kein 3D.
Wir wissen schon, Engine ist in so einem Fall nicht wirklich wichtig. Das heißt, da können wir eigentlich runtergehen. So. Gameplay, mal lassen wir hoch. Story Quest ist ein Casual-Spiel, da ist die Story eigentlich auch nicht so wichtig beim Casual-Spiel. Zwischensequenzen, Erzählungen braucht man nicht. Tutorial, ja. Bessere Benutzererfahrung, braucht man das bei einem Gamelink-Spiel? Können wir eigentlich weglassen. Und von der Einteilung her können wir es eigentlich so lassen, wie wir es haben. Schauen wir mal, was diesmal rauskommt. Ob wir halbwegs was abliefern können. Presseanfragen. Hallo, ich bin Jason Green von Gaming World. Ich habe gehört, dass Delfino Games gerade am neuen Spiel arbeitet. Wären Sie bereit, uns über Ihr aktuelles Spieleprojekt zu informieren und uns ein Interview zu geben? Klar. Viele unserer Leser sind neugierig, Viele unserer Leser sind neugierig geworden, welche Entscheidungen bei der Spieleentwicklung getroffen werden müssen, wie Unternehmensschwerpunkte in einzelnen Entwicklungsbereichen setzen. Ihr neues Spiel ist ein Chirurgie-Casual-Spiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel normalerweise eher einen Schwerpunkt auf Grafik oder auf Story-Quest setzt? In dem Fall ist die Grafik eigentlich wichtiger. Danke für Ihre Zeit. So, in einem kürzlichen Interview mit Delfino Games haben wir über das kommende Chirurgie Casual Spiel gesprochen und haben Firmengründer Delfino gefragt, wie unterschiedlich stark die Entwicklungsbereiche priorisiert werden, dass sie rausbringen. In einem Interview sagte Delfino, dass die Grafik besonders wichtig für so ein Spiel ist und anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Jede Spielentwicklung hat nur begrenzte Ressourcen und daher ist es wichtig, die Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Ja, den Fall sehe ich das eigentlich auch so. So, jetzt haben wir den dritten Teil. Level Editor können wir ja auf jeden Fall einbauen. Wir sollten hier vielleicht noch ein bisschen Dialoge sind die wichtig? Beim Casual Spiel eigentlich nicht. Künstliche Intelligenz, es ist Casual. Aber Level Design ist auf jeden Fall sehr wichtig. Stellen wir es mal so ein. Und von der Einteilung her, das meiste machen wir, das wäre eigentlich eh okay. Künstliche Intelligenz, ja gut, das macht eh auch er, das kann man eigentlich auch lassen. Dann werden wir hier auch wieder ein bisschen Marketing machen, das können wir uns leisten. Natürlich, ein bisschen Geld haben wir natürlich jetzt schon ausgegeben. Das heißt, durch die Engine, die wir erstellt haben, müssen wir natürlich schauen, dass wir auch wieder ein bisschen was reinbekommen. Open World braucht man nicht, Mono Sound ist in Ordnung. Spielweltdesign ist nicht so wichtig. Grafik ist sehr wichtig. Sound wissen wir, na, ich denke schon. Sound wird auch sehr wichtig sein. Und da wäre ein Designer gut. Gut, das wäre der Oma Olsen. 114 ist noch grün. Kann man eigentlich so lassen. Bin ich gespannt, was Hirne uns so bringen wird. Also wie gut das Spiel wird. Eines der wenigen, oder weiß nicht, erste, glaube ich, Casual-Spiel überhaupt, was wir machen. So, was haben wir hier? Eine neue Branchenneuheit, Nintendo hat eine neue Konsole angekündigt, nämlich vom beliebten TS-System, der Nachfolger. 16-Bit-Grafik, nennt sich Super TES. Und die Fans auf der ganzen Welt haben schon drauf gewartet und freuen sich quasi, dass sie nicht enttäuscht wurden, eben und die Ankündigung einer neuen Konsole rauskam. Punkte haben wir hier ja jetzt nicht so viel gesammelt.
22-15 Kombination, neue Kombination, neues Thema, haben wir ein bisschen einen Bonus bekommen. Aber jetzt nicht so der Burner. Wobei von den Punkten her haben wir eigentlich schon ganz gut gesammelt. Wir sind gerade nicht aufgestiegen. Na, dann schmeißen wir das mal auf den Markt. Also, das interessiert mich jetzt noch, was da rauskommt. Was wir mit Hirne fabriziert haben. Star Games sagt, ich mag es. Informed Gamer sagt, sie haben es geschafft, einen schönen Ausgleich zwischen Technik und Design zu schaffen. Game Hero sagt, eigenartig, aber gut. Und All Games sagt, hab schon Besseres gesehen. Ich sag mal so, es ist jetzt keine Top-Bewertung, aber die Erfahrung, die ich bis jetzt selber in all den Game Dev Tycoon Spielen und so gemacht habe, Casual, da habe ich mir immer schwer getan, ein gutes Spiel auf den Markt zu bringen. Meistens hat es eher so angesiedelt in den Regionen 2-3 Punkte und jetzt haben wir überdurchschnittlich, kann man sagen, und damit kann ich eigentlich ganz gut leben. So, dann machen wir noch selber den Spielebericht. Schauen nochmal, was uns die Forschung bringt. Gut, da brauchen wir dann noch mehr. Haben wir hier noch irgendwelche Sachen? Gesetz, Hacking, Tanz, Musik. Ich sehe gerade, wir sind bei 26 Minuten. Ja, dann werde ich so machen. Ich werde an der Stelle die Folge beenden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Game Dev Tycoon. Tschüss!